sind hier im kleinsten Skatepark Deutschlands und im größten Skatepark Deutschlands. Willkommen zu diesem Video, Leute. Wir sind hier in einem kleinsten Skatepark und später noch in einem größten Skatepark Deutschlands. Es ist komplett krass. Wir werden heute nach Aurich fahren. Und natürlich auch noch diesen Skatepark komplett auseinandernehmen. Henry, wir waren schon mal hier. Ja. Also im Video glaube ich noch nicht. Nee, im Video noch nicht, aber privat, ne? Und ich kann euch echt sagen, ich habe wirklich keinen kleineren gefunden. Viele werden jetzt wahrscheinlich denken so, hey Digga, ist doch voll groß und so. Aber man hat halt nicht so viele Rampen, wenn man mal so sieht. Wir werden hier ein paar Clips machen, aber hauptsächlich werden wir in Aurich fahren. Weil Leute, ihr wisst, Aurich einfach kranke Halle. Ich bin komplett gehypt auf die Halle, ich war da noch nie. Aber jetzt fangen wir erstmal hier an und werden hier ein paar Clips machen. Erstmal haben wir hier, damit ihr Bescheid wisst, wir sind unter einer Autobahnbrücke. So, hey, was ist das denn? Wir haben hier dann natürlich noch die Straße, die Hauptstraße, wo halt Autos langfahren, also absolut gefährlich. Aber was man zum Skatepark sagen kann, man hat hier auf jeden Fall so zwei Ledges, die man auseinandernehmen kann. Da hinten haben wir auch noch ein Rail. Oh, Junge, ist das laut hier. Da sind noch ganz viele Autos lang. Da hinten haben wir auf jeden Fall noch ein Rail. Hier haben wir so eine kleine Ledge und da haben wir auch noch mal so eine Ledge. Wir werden einfach ein paar Clips machen. Ich zeige einfach mal, was man hier alles so machen kann. Henry, du natürlich auch, oder? Safe. Und dann fangen wir einfach direkt an mit dem Video. Aber jetzt machen wir erstmal weiter hier mit dem Skatepark. Ich mache hier erstmal ein paar Clips und wir grinden halt eigentlich heute nur noch. Boxes, boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it, stop it. Quitting was never an option. Exhausted, exhausted. This passion is never exhausted. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. Whoa. Junge, was ist da passiert? Das rutscht ja sau. Ich dachte, der Skateboard wird nicht gefahren und es hat nicht gewachsen. Yes, sir! Clean the clips, hab ich schon gemacht. My dick is better when you grind small. I'm just really trying to leave a mark. Mir ist gerade aufgefallen, als wir die ganze Zeit Clips gemacht haben, ab hier einfach eine Grenze, wo es komplett nass ist, der Boden. Guck mal ganz kurz die Gletscher hinten, wir gehen mal ganz kurz dahin. Das Ding würde ich richtig gerne fahren, weil man hat einfach so eine kleine Kurve, die man grinden kann und das macht safe Bock, aber es ist komplett nass. Guckt euch einfach mal an. Die Hälfte von diesem Teil ist nass, man kann es nicht fahren und es ist absolut sketchy damit zu fahren. Das Ding machen wir auf jeden Fall hier nochmal diese kleine Ledge. Ein, zwei Tricks, viel kann man da nicht machen. Oh, das war nicht gecatcht und das war nicht schön. Okay, das Ding ist hier. Ey, riech mal. Es riecht einfach nach Feuerstein. Digga, mein Deck auf jeden Fall hat auf jeden Fall gut was mitgenommen hier. Grindet das bitte nicht mehr. Leute, wenn ihr so eine Curb seht, grindet nicht. Das Deck geht sofort kaputt. Das ist nicht gut. Gut, Henry, ich würde sagen, wir gehen einfach mal wieder in die andere Halle nach Aurich. Es sieht viel geiler aus, macht viel mehr Spaß. Komm, wir gehen einfach mal rüber. Ich hab komplett Bock drauf. Ja. Ihr seht schon, wir sind heute hier in dem größten, würde ich sagen, größten Skatepark Deutschlands, richtig? Ich denke. Also ich kenne keine andere Halle, die größer ist als diese Halle hier. Wir werden heute absolut krasse Sachen machen, Leute. Es wird richtig heftig. Janni ist auch dabei. Wir werden heute einfach den ganzen Skatepark hier auseinandernehmen. Wenn jede Section versucht zu fahren. Wir haben Mini-Ramps, wir haben Step-Ups, Boxen, Spines. Wir haben alles, was auch eigentlich so das Herz begehrt für eine Skatehalle, oder? Ja, wir haben wirklich alles. Leute, ich würde sagen, willkommen zum neuen Video. Willkommen vor allem zum neuen Scootember-Video. Ihr wisst ja, jeden Tag laden wir zu dritt hier ein Video hoch. Natürlich jeder separat auf deren Kanal. Aber heute kommen wir auf jeden Fall hier in Aurich an. Ich habe komplett Bock auf dieses Video. Ich bin auf jeden Fall bereit. Bist du eingefahren? Ich bin eingefahren. Janni, bist du eingefahren? Auf jeden Fall. Ich bin auch eingefahren. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir fangen einfach direkt an und gehen einfach mal in den hinteren Bereich, den ich am meisten mag. Weil Leute, ihr wisst, wir alle drei lieben Park. Deswegen werden wir auch einfach erstmal Parktricks machen. Wir gehen erstmal rüber nach hinten, würde ich sagen. Guck mal, man kann ja ein bisschen sehen, dass da hinten der Parkbereich ist, richtig? Sagen, wir gehen direkt hin, Step Up. Ich habe Bock auf Clips, ihr bestimmt auch. Also, wir gehen jetzt erstmal hin. Und übrigens, Leute, ihr könnt einfach am 24. Dezember was gewinnen, indem ihr meinen YouTube-Kanal abonniert. Was noch? Instagram abonnieren? Richtig. Und zwar müsst ihr mir euer Setup, also euer Roller, entweder so ein Roller oder halt von Janni der Roller, ihr müsst mir einfach euer Setup schicken. Und wenn ich einfach euer Setup am wildesten finde, was könnt ihr gewinnen? Dann könnt ihr den unveröffentlichten Kiran-Merch gewinnen. Leute, es ist absolut krank. Es ist alles kostenlos, was ihr machen müsst. Und übrigens, Online-Kurse sind natürlich auch noch online. Könnt einfach erst den Link in der Videobeschreibung einfach mal abchecken. Vom Anfänger zum Profi, zu wild, aber jetzt erstmal Step Up. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal an und fahren dann auch direkt. Wir sind jetzt offiziell hier am Step Up angekommen und wir sind hier schon ein bisschen gefahren. Ich bin komplett verliebt in Step Up. Ich liebe Step Up. Magst du Step Up? Ich liebe Step Up. Janni, magst du auch Step Up? Ich liebe Step Up. Wollen wir einfach mal ein paar Clips machen? Auf jeden Fall. Ich komm, einfach, komm, wir machen das. Hey, danke! Yeah. Oh, ho, ho, ho. Digga, er fängt schon direkt übertrieben an. I'm interested in making as opposed to making friends. Ah, was eigentlich? Ja, was war das denn? Ja, was? Gut, wir waren hier Kicklist, Dankeschön. Ja, krank. Finger Whip Rewind Kicklist? Ja, Finger Rewind Kicklist. Das kannst du? Keine Ahnung. Ich hab den gestern das erste Mal gemacht, aber mit dem Whip hinterher. Ach, keine Ahnung. Digga, krank, Mann. Sehr nice. Der war echt sehr, sehr clean, sehr schön. Ich fand den sehr clean, Digga. Ich mach jetzt übrigens einen Kicklist Bar. Oh. Digga, der war sehr sketchy, Alter. Ich fand den sehr clean, Mann. Sehr nice, Alter. Kiran, ich würde sagen, du gibst mir jetzt mal die Kamera. Okay, ich hab auch. Und dann kannst du auch mal einen Clip filmen. Also, ich bin vorhin nur ganz kurz diese Rampe gefahren, aber die ist bis jetzt sehr krass. Man kann richtige Banger, glaube ich, hochmachen. Ich werde trotzdem ein paar Clips machen und dann müssen wir auch weitergehen. Weil es gibt viel krassere Rampen noch hier. Aber jetzt erstmal ein paar Tricks. Ja, then I beat the eyes too. Got a lot to prove. Oh! Wow. Man kann nichts sagen, aber das Step-Up ist einfach nice. Das lässt dich nice hochfahren und landen, oder? Ja, Mann. Ey, ja, check. Oh. Einfach Kickless Bar.
zweiten Versuch, oder? War das der zweite Versuch? Ja, zweiter. Beim ersten habe ich mich nicht getraut, weil ich ein bisschen schiefer gewesen bin. Alter, aber sehr nice, Digga. Danke. Sehr nice, aber ich will auch noch ein paar Tricks machen. Die Halle ist wirklich nice. Das Step-Up ist richtig, richtig nice. Ich glaube, Kiran war jetzt oben auch schon, will auch noch was machen. Hier, Finger Rewind. Sehr, sehr clean. Komm, ich würde sagen, wir machen jetzt jeder noch einen Trick. Dann gehen wir weiter. Deswegen versuche ich nochmal hier Kick is Bribe Straight. Oh, widerlich. Oh, was? Wie gesagt, das heißt wieder nicht. Get the right picture and it looks great. Hat man deutlich gesehen, dass ich komplett den Whip so langsam gezogen habe, dass es nicht mehr ging? Ja, komplett. Ey, es war so, meine Griffe gehen einmal so runter. Komplett eklig. Was hat er gemacht? War Kickless. Stabil. War Kickless, sehr nice. Ich würde sagen, ich schaffe den aber jetzt nochmal. Oh, I love the shape, I swear to God, it's hard to look away. Prove to me you got it, girl, I gotta see how that pudding tastes. Got me in. Digga, das war wirklich ganz knapp von Faceplant. Ich war mir auch sicher. Noch nie in meinem Leben Facey gemacht? Ich hoffe, das wird auch so bleiben, aber das war schön. Ich muss ihn jetzt echt stehen. Alle guten Dinge sind drei, oder? Ich glaube schon. I like girls who earn a bunch, cook me up some lunch, they cook my book, she work for okay, ich würde sagen, wir haben das Thema ausgenutzt. Wir gehen jetzt mal hinten hin zur Bowl. Ja. Gehen wir hin, ne? Ja, würde ich auch sagen. Ich habe komplett Bock drauf. Die Bowl ist nämlich sehr cool. Wir gehen einfach mal kurz rüber. Hier hinten geht es nämlich noch weiter. Es ist eigentlich so, dass man denkt, wenn man reinkommt, dass es halt nur dieser Bereich ist. Aber hier geht es einfach noch nach hinten. Ja. Und zwar eine richtig, richtig coole Bowl. Und auch noch eine Mini-Ramp. Komplett wild. Mini nehmen wir auch noch, ne? Safe. Komplett. Wir gehen jetzt mal zur Bowl. Okay, hier hinter uns ist die richtig, richtig große Bowl. Und das Nice an dieser Bowl ist, dass man auch Hips hat. Das heißt, könnt ihr theoretisch auch Hip-Tricks machen. Ja. Natürlich flown, wie wir wollen. Ich will einfach mal sagen, wir machen einfach mal so ein paar Sachen, gönnen uns einfach mal komplett. Ich habe richtig Bock. Wir machen auf jeden Fall einfach mal ein paar Clips mit Hintergrundmusik. Alles gut, Mann? Alter, alles klar? Ich hab noch nie ein Video gedreht, wo man sich so oft gepackt hat. Auch vielleicht du in einem das, Video. Ey, das Einzige, was schlimmer war, war gerade beim Step-Up dein Feld. Der war auch deswegen gruselig. Ja, Digga, ich dachte wegen Knockout. Ich hab einfach Barspiel gemacht und bin so irgendwie hängen geblieben. Keine Ahnung, ich konnte auf jeden Fall nichts machen. Just my color, keep it on me. Oh, schade. Ihr müsst bei jedem Trick unter dem Cooping abspringen. Jetzt wirklich? Ja, wirklich. Dieses Cooping nur für Grinds gedacht und nicht für 180-Tricks. Das Problem ist, aber das Gute hier, das ist eine Skateboard-Bowl, wo man keine Air-Tricks macht, sondern die ist für Grinds und so da. Und für Air-Tricks kommen wir gleich noch zu einem anderen Bereich, ne? Ja, genau. Also wir haben nämlich, wie gesagt, hinter uns einfach noch eine Mini-Ramp. Aber ich würde sagen, wir machen trotzdem mal weiter mit den Clips. Auf jeden Fall hier die Bowl auseinandergenommen. Jan, ich glaube, du magst die Bowl nicht so, ne? Nur für Grinds, sehr geil. Aber Air-Tricks, weil das Cooping wirklich zu dolle kickt, magst du aber nicht. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen zur Mini-Ramp. Die ist sehr cool und ich glaube, ihr habt auch Bock drauf auf die Mini-Ramp. Deswegen schauen wir einfach mal, wie die ist. So, hier ist auf jeden Fall die Bowl und wenn man hier rüber guckt, haben wir einfach hier diese Mini-Ramp. Und die ist verdammt breit und komplett nice langgezogen. Cooping perfekt, Steilung perfekt, einfach richtig nice. Deswegen gehe ich mit meinem Roller auf jeden Fall hier hin. Henry ist schon komplett am Fahren. Okay, Jan, Philipp muss irgendwie noch ein Bild machen. In der Zeit können wir einfach mal ein paar Tricks machen. Wie wär's, wenn du mal einen richtig leckeren Flair machst? Leckeren Flair, das klingt nach einem guten Idee. Oh, Junge. Also, der ist auf jeden Fall mies schön. Hä? Woher kam der Flair? Digga, sehr nice, feier ich. Digga, woher kam der denn? Digga, er war einfach drin, was soll ich sagen? Oh mein Gott, ist nice. Dank, Alter. Janni? Ich hab gehört, du hast auch mal einen Flair-Bar gemacht und Vollflächen. Ja. Soll ich den machen? Wenn du den unbedingt hier machen willst. Die Mini-Ramp ist halt ein bisschen flach. Man darf jetzt nicht sagen, okay, die ist verdammt hoch und steil und so. Deswegen ist es, glaube ich, auch echt schwer. Genau. Ja, aber ich mach den einfach mal. Digga, was ist denn los mit euch heute, ey? Hä? Der war komplett first try. Digga, ja. Komplett first try, sehr nice. Wollte ich mir schon. Aber die Landung war halt einfach ekelhaft, weil ich echt zu doll abgesprungen bin. Digga, ich dachte halt wirklich, weil die Mini-Ramp jetzt echt im Gegensatz zu der Bowl nicht ganz so hoch ist, dachte ich, muss viel mehr ziehen und bin viel mehr abgesprungen, aber ach egal, scheiß drauf, der war schon schön. Trotzdem würde ich sagen, wir machen hier auf jeden Fall noch ein paar nice Tricks, so ein bisschen Hintergrundmusik, wie ihr es gerade schon gesehen habt. Ich versuche auf jeden Fall auch mal ein paar coole Tricks zu machen. Ich habe auf jeden Fall komplett Bock auf diese Mini-Ramp und ich sehe schon, da hinten kann man Wallrides machen. Glaubt ihr, das geht? Ja, ich glaube schon. Digga, da musst du aber richtig reinpushen. Aber komm, wir machen mal schon mal ein paar Sachen.
Leute, ich würde sagen, das war's mit dem eindeutig größten Skatepark hier in unserer Nähe und natürlich ganz Deutschland natürlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Checkt auch gerne Janni und Henry ab. Ihr wisst ja, wie es läuft. Jeden Tag ist Dezember, den ganzen Dezember, jeden Tag ein Video. Es wird komplett krass und wir machen uns so Mühe, fahren extra an irgendwelche Skateparks, wie ihr einfach sagen würdet, wo wir auf jeden Fall hin sollen. Deswegen, wie gesagt, checkt auch gerne das Gewinnspiel ab. Ihr wisst, was zu tun ist. Wenn nicht, spielt einfach bis nach ganz vorne vor und guckt euch einfach mal das an, was ihr machen müsst. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim neuen Video. Oder auf eurem Kanal oder auf meinem Kanal. Genau. Oder auf Jannis Kanal. Wir sehen uns. Habt noch einen geilen Tag und checkt die Kurse ab. Peace.